Die soll es geben, ja? Gibt es doch schon. Achso, gibt es schon. Seit 1.146. Wieso haben wir noch keine? Haben wir, aber die sehen wir noch nicht in dem Texturpackage. Ja, ist ja super wieder alles, ey. Ein Teufelskreis. So, das haben wir. Jetzt machen wir hier unten mal weiter. Ah, weißt du, wenn man ja mal hier beides genau gleichzeitig sehen könnte, das wäre so toll, ne? Da, Ah, da. Bahntesten, sehr geil. Sonst, log dich noch mit Davids Account ein, der dann auf der anderen Seite steht. Ma. Ja, genau. Das geht. Ja, ich weiß, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Komm. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Also, Hab ich keinen habe Bock ich keinen Bock drauf. drauf. So, ich glaube, ey, ah ne, eine Treppe noch, dann habe ich's. Er hat es, Geil. er hat es. Dann können wir bald die Bewerbungsvideos machen. Ja, dann machen wir dann aber eine neue E-Mail-Adresse für, ne? Würde ich sagen, oder? Ne, ich mache dann ein Formular auf der Website. Ach so, ja oder so, stimmt. Ist, glaube ich, am einfachsten für Ist alle. eigentlich irgendwie von Debitor LP.net, ne? Kann es sein, dass da die Dead Sheeps Hühnerfarm rausgeflogen ist? Ach so, das kann durchaus passiert sein. Habe ich gestern nicht gefunden. Wollte ich gucken, habe ich nicht gefunden. Weil du nicht drin warst. Wie, weil ich nicht drin war? Ich habe immer zwischendurch geguckt. Aber du hast nie was geschrieben. Ja, da waren aber auch, also in meinem Bereich waren jetzt nicht so viele Sachen, wo ich darauf hätte antworten müssen. Ach so. Vielleicht reaktiviere ich die dann wieder. Ja, mach das doch mal. Oder ich lasse die reaktivieren so. Genau. Lass die mal reaktivieren. Das passt doch, oder? Da unten. Oder habe ich einen Knick in der Optik? Wo soll ich das denn wissen, Junge? Guck doch mal. Aber kann das sein, dass das ein Feld breiter ist, rechts als links? Das kann durchaus sein. Mehr, ne? Sogar noch. Guck doch mal. Oh, wo soll ich denn hin? Zu mir. Weil irgendwie. Siehst du? Ja, links sind weniger Blöcke als rechts, Ach, diese da beiden oben bist du. Felder. Kennst du, siehst du? Ja, also ich glaube, ich sehe es. Ja, Siehst du stimmt. das? Ja. Links sind. Was ist das denn? Jetzt müssen wir von neu anfangen. Ah, ich gehe schon mal runter, mache alles kaputt, ne? Ah, Tetos Feuerwerk. Ach da, ja, ist leer. Kann man das Dafür. denn. Kann man das denn im Himmel sehen? Da fehlt aber was. Also ich kann im Himmel nichts sehen. Du siehst ja, wie so ein Kästchen hochfliegt. Aber du hast da oben was vergessen, Junge. Ich? Sehe nicht. Jetzt muss ich da wieder hoch und das verbessern. Aber wir müssen die da noch ein bisschen breiter machen, ne? Das Ding ist unsymmetrisch, Peter. Ja, wegen Sips oben. Ja, der Vollidiot, ey. Das ist aber auch ein Idiot. Der baut nur freie Schnauze, der Sack. Guck mal hier, voll was vergessen, ey. Wenn man das nicht selber macht, ne? Ja, dann wird es nichts. So. Ah, dann nennen wir die halt so, die unsymmetrische Symmetrie-Arena. Die Asymmetrie-Arena, so heißt die einfach. So, jetzt brauchen wir nur noch die Glaskuppel da drauf. Boah. Die muss Ja, aber HF. symmetrisch sein. Ja, HF, ne? Ich gehe auf. Ja, die wird da auch wieder nicht symmetrisch, weil der Rest nicht symmetrisch ist. Ja doch, die gleicht Das das ja ist aus. halt, weißt du, ich hasse sowas da. Dann baust du dir da so einen ein und dann am Ende siehst du das so. Oh, nochmal neu. Ja, also wenn ich im Kreativmodus spiele, mache ich das tatsächlich dann nochmal neu. Ja, okay, würde ich auch machen. Obwohl, in meinem Single-LP würde ich das auch neu machen. Ne, das weiß ich nicht. Ja, aber nicht in so einer Größenordnung, oder? Nee. Nee. Oh, warte, war zu viel. Schlachtet ihr wieder Hühner? Ich höre das. Nee, ich platziere nur gerade Blöcke. Kann doch nicht sein, dass ihr alle Hühner totschlägt. Totschlägt. Mit so einem Ist ja nicht. Knüppel. Wäre ein richtig gutes Deutsch, ne? Ah Kann doch nicht sein, dass sie alle Hühner totschlägt, ey. ja, hier war ich drin. Warum kann nicht sein? Warum nicht? Warte, ich nehme mal wieder den Supermod. Ah, hier ist dunkel.
Hätte ich auch so sehen können. Den Supermart. Oh Mann, hier ist alles unsymmetrisch. Ja, ist wieder ein Paradebeispiel für Pfusch am Bau. Weißt du, man könnte unsere, weißt du, sollen wir die nicht die BER-Arena nennen? Warum war da auch Pfusch am Bau? Ja, am Berliner Flughafen. Ach so. Da habe ich gestern auf Spiegel gelesen, dass die jetzt nicht mit einer Eröffnung vor 2015 rechnen. Boah. Auf einmal. Ja, weil da wohl Sachen so richtig schief gegangen sind, wo schon Experten meinen, dann kannst du abreißen und neu bauen. Krass. Weißt du, ey, wenn doch der Bund sowas macht, hat, kann doch nicht sein, oder? Ja, die sind doch Vollidioten alles. Ja, das ist hier wieder Vetternwirtschaft, weißt du? Ja, oder dann auch so ein Wovereit, der dann da Aufsichtsratschef wird, weißt du, der hat überhaupt keine Ahnung von Bau. Die laufen dann da rum und der denkt sich, oh ja, ist ja alles schön weiß. Sieht aus wie ein Flughafen. Sieht aus wie fertig. Ziehen tut es auch nicht, so top. Und feucht ist die Wand auch nicht, passt. Und die Wand ist aber feucht, ne? Nee, das zieht sich noch raus. Genau. Weißt du, sagen die dann immer. Nur weil sie bei der hier kommt ja noch ein Fenster rein. Ach so. Die wurden nur ausgewählt, weil sie bei der Ausschreibung die billigsten waren dann. Komisch, ja, oder ein, ne? Kanten. Die haben wahrscheinlich den ganzen Flughafen bei myhammer.de geplant. Wollte ich gerade sagen. Das wäre krass, ne? Und dann bieten sie alle selber und dann wundern sie sich, dass das nichts wird. Ja. Vielleicht sollten sie halt lieber an 17-jährigen Schüler übergeben, der das wirklich macht und dann funktioniert das wahrscheinlich. Weil die ganzen kleinen scheiß Handwerker denken, krass, ich darf am Flughafen bauen, da muss ich gut machen. Die ganzen ganz kleinen, weißt du? Und ja. Die ganzen großen, die ja 10.000 Angestellte haben, wo jeder denkt, ach, Meterlatten. Oh mein Gott. Warte. Alko, ich habe nur noch 3 Herzen, ich renne jetzt mal hier schnell vorbei. Was macht ihr denn da? Der hat mich immer beschossen, so ein bisschen. Ey. Der provoziert mich. Ja, Peter. Der Heiko ist nämlich meine neue Bauschlampe. Irgendwann werden die aufständig, ne? Und machen alles kaputt und terrorisieren uns. Genau. Kommen wir wieder, alles kaputt, so. So, tschö, wir beide locken uns aus. Die beiden bleiben drauf, machen alles kaputt. Genau. Noch schön Kisten dotieren, ne? Ja klar. Gibt keine Sicherheitskopie, nix. Doch ab und zu gibt es ja eine. Eine Sicherheitskopie? Oder nur. Klar. Oder nur Slash Safe? Nee, eine Sicherheitskopie. Eine richtige Sicherheitskopie. Geil. Auch auf dem Raid-Server? What? Auch auf dem Raid-System, wo es halt auf zwei Festplatten gespeichert wird? Ja, klar. Okay. Auf 6. Das ist ganz viele USB-Sticks, wo du einfach drauf kopierst, ne? In so einem Hub. Genau. So, da ist jetzt irgendwas scheiße da hinten. Hat der doppelt unsymmetrisch gebaut? Ich habe keine Ahnung. Aber könnte ich mir beim Sipst vorstellen, dass der wieder alles verkackt hat hier an unserer tollen Arena. Toll! Lass die abreißen und nochmal aus Obsidian neu bauen. Gießen. Stimmt, können wir auch machen, ne? Ja, klar. Sollen wir eine Obsidian-Arena gießen? Boah. Mit Lava-Eimern aus der Hölle. Aber eigentlich wär das ein geiles Projekt. So. Fände ich geil. Nee. Doch mal so ein Tempel gießen. Dann holst du aber die Lava aus der Hölle. Du weißt, wie gut du das kannst. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, unsere Hölle ist, da starten wir wieder in der Luft, ne? Warum? Ja, nur so, weil, ne? Nervt, weil man dann erst so weit runterlatschen muss bis zur Lava. Achso, das meinst du? Ja, ja, das kann sein. Das ist doch Saki, sowas. Also. Saki. Saki, Saki. Ich glaube, das passt hier. Me love you long time. Hier muss noch Glas her. Wieso? Macht das schon das Dach oder was? Nein, da kommt kein Glas darauf. Ja, da kommt eine Kuppel drauf, hast du ja gesagt, aber... Nee. Nee, auch nicht? Hast du Bock auf eine Kuppel oder was? Ja, ich hab total Bock jetzt, ich hab richtig Bock, eine Kuppel zu bauen, Peter. Von Hand, das macht so Spaß. So unglaublich viel Spaß macht das. Aber wir können doch mal, vielleicht will der Sips das ja machen nächstes Mal. Genau.
Ja, wieso nicht, ne? Nee, nee. Der ist doch der Chefsymmetriker hier von uns. Chefsymmetriker. Es rennt hier wieder ein Huhn rum, ey. Der Symmetriker-Club. Also ich bräuchte noch Scheiben und einen Zaun, dann wären wir erstmal fertig. Wenn sich einer... Ah, da, guck mal. Hi. Nee, hab ich nicht. Ich hab aber nichts von beidem. Oh. Wollte nur mal gucken, was du hier so machst. Ja, ist doch schon fast nicht schlecht. Schon fast nicht schlecht, also ist noch scheiße, sagst du. Ja, hier wollte ich auf jeden Fall noch einen Zaun dran machen. Nach innen Ja, hin. und hier muss noch Cobblestone, den guckst du? Ja, ich habe einen. Da. Ha Heiko, kannst du dir mal die Taschen voll machen? Oh Mist, der ist gerade unter uns. Okay, jetzt sind alle hier und keiner hat was, ne? Ja, also ich habe nur normale Steine noch. Doch Also klar, hast du? die Stone Bricks habe ich. Weil wir brauchen Kabel, Zäune und Au! Glas. Sag jetzt nicht, du hast alles. Krass, ja, hier steckt Glas, das kann der Peter machen. Oh. Hat er wieder aufgehoben, selber. Nimm ich. Ah, guck mal, hier ist eine Sicherheitslücke. Hast du gesehen? Ja. Ist hier schon eine Redstone-Steuerung für die Steine? Kann die mal jemand aufmachen? Obwohl, ach, ich hack's einfach kaputt, ich mache einen neuen drauf. Oh ne, der Kaputtmacher. So, wir hatten jetzt Kabel dabei. Ich fände da noch geil, hier hinten zwei so Häuser zu bauen vor dem Eingang für die Probanden. Warum? Ja, nur so. Die brauchen ja auch nur so eine Chill-Out-Area. Wo die aus dem ganzen Trubel rauskommen? Ja. Und nicht, dass es da zu wenig Karten für gibt. Je nachdem, wo wir die Bühne hinbauen, Ja. passen halt mehr oder weniger rein. Was machen wir denn überhaupt auf dem Video? Der hast dir schon Gedanken gemacht? Nee, noch gar nicht. Ich Wir aber gucken auch erstmal, wer da nicht. überhaupt hinkommt, alles. Ja. Also sonst im Zweifelsfall können wir uns auch immer noch nackig machen. Ja, das sollte gehen. Ey, der wirft mich schon wieder mit Eiern, ey. Dafür komme ich jetzt mit dem Schwert. So. Wer? Der Heiko. Holt Kabel. Kabel? Mach Tasche mit Kabel voll und ich beame dich. Der Kebbelstein. Und mehr Zäune. Boah, was war das denn für ein Geräusch? Na, Danny macht hier irgendwie Terror gerade. Was soll das? Sagt der, dass wir in der Aufnahme sind? Aber heute hört man meinen Kater gar nicht schnarchen. Ah, der ist Ne? auch gar nicht hier. Und Zäune sind alle. Zäune alle, oh, Peter. Und Fackeln. Alles alle, ne? Bist du ja vollkommen perfekt vorbereitet dahingegangen, ne? Ne, ne, ich baue hier so was von krass gerade alles aus. Glaube ich irgendwie nicht. Doch, ich Echt? schwöre. Die Hühner haben auch keinen Cobblestone dabei. Wieso? So ein Huhn hat doch immer Cobblestone dabei. Nee. Ne? Nicht immer. Ne, echt nicht? Okay, Fackeln, Cobblestone und Zäune. Hast du, Heiko? Was? 19 nach Deb. Bäm. Nach Dieb? Ja, Debito. Wenn ich nur DE mache, dann weiß er nicht wohin. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Weitermachen. Nur ein Zaun, nur ein Stein. Was ist los mit dir? Mehr gibt's nicht, Ah, sehr Peter. gut. Mehr Sehr gut, gibt's sehr gut, sehr gut, nicht. sehr gut. Nein, gibt ihm nicht noch mehr. Der hat genug. Hab schon alles. Ah. Was machst du wieder? Ich baue hier noch so zwei so Häuser noch am Anfang. Ah, sehr gut. Ne, wo die besagten Delinquenten sich vor Beginn des Tourneis einfinden können. Ich meine, wir können ja auch mehrere Turniere machen, vielleicht mal mit bekannten YouTubern. Können wir auch mal machen. Der Gewinner darf uns reich überschütten mit Real-Life-Geld.
Genau, der Gewinner darf uns Sachpreise entgegenbringen. Uns. Das wäre toll. Also wenn mir einer eine Plaisy schickt, eine Plaisy 3, dann mache ich auch Plaisy 3 Let's Plays. Nein, mache ich nicht. Ich mag keine Konsolen. Nicht? Nee. Weißt du, ich finde einfach, Maus und Tastatur sind in fast jedem Spiel einem Pad überlegen. Ja, In außer du hast schöne Zielhilfe, ne? Ja, aber das ist wieder sowas, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so wie Bildzeitung lesen. Ich glaube, das macht dumm. Mit Zielhilfe spielen. Ja, weil du denkst, du aimst aber gar nicht wirklich alleine, weißt Ja, das stimmt.